Hey Leute, was geht? David hier. So, ich bin jetzt im schönen Türkenland gelandet, genau genommen Istanbul. Bin jetzt hier am International Airport und warte jetzt auf den Flieger, der jetzt in der Stunde kommt. Ich lasse mich überraschen, bin jetzt durch die ganzen Security und sowas durch und stelle jetzt einfach meine Runde hier in der coolen Lounge. Kann ich euch mal zeigen. Jo, das ist hier die coole Lounge, in der ich gerade bin. Und ja, so lässt sich aushalten. So, ich würde mich hier dann mal wieder melden, wenn ich drüben in Japan bin. Hier ist das Eis beispielsweise mal richtig geil, zum Beispiel, aber übelst teuer. Also, ich würde euch nicht empfehlen. Na gut, auf jeden Fall haut rein und wir sehen uns dann nochmal am Airport morgen früh. Bis dann. Ach ja, und eine Sache, die ist sehr geil. Hier, der Airport ist ja ziemlich groß. Das heißt, die haben hier ziemlich geile Segways-Düsen nicht rum. Ich zeig's dir mal kurz. So in etwa, damit habe ich schon einige rumgefahren gesehen. Ziemlich geil, die ganzen Mitarbeiter. Wollte ich euch mal gesagt haben. So, bin jetzt in der Nähe von Yokohama Motel und ich muss sagen, es ist wirklich verdammt klein. Aber ich wollte euch mal eine kleine Roomtour geben. Ist halt nicht lang. Also hier ist erstmal der Eingang. Dann haben wir hier an der Seite erstmal wirklich spärlich besiedelt, wo ich meine Sachen hinpacken soll für ungefähr 2 Wochen. Weil mehr gibt es hier leider nicht. Dann haben wir hier ganz geil so ein Kartending. Das heißt, steckst du deine Karte rein und dann geht das Licht an. Und wenn die Karte wieder ausziehst, geht das Licht aus. Ziemlich praktisch. Gehen wir weiter. Hier haben wir das Bad. Sehr geil auf jeden Fall. Machen wir mal Licht an. Und zwar meine Sachen. Prinzipiell ganz normal wie jeder andere auch. Aber die Toilette ist geil. Hier. Also damit könnt ihr auch, wie schon die na, zu erkennen lässt, ist das ziemlich geil. Hier zum Beispiel, dann kriegt ihr ziemlich, ja, ich sag mal so, Wasser in den allerwertesten Hintern. Einige finden es ganz geil, ich habe es ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Werde es vielleicht mal machen, so als Gag. Und hier habt ihr dann die Spülung. Das ist witzig und noch ein paar andere Funktionen. Dann hier noch der Water Pressure, sprich, ja, wie hart der Druck sein soll des Wassers. Ziemlich witzig. Auf jeden Fall gehen wir mal weiter raus. Wieder Licht aus. Und jetzt haben wir hier einen Spiegel. Hey Leute, hier bin ich. Dann gehen wir mal weiter. Und ziemlich cool, weil hier haben wir zum einen Schreibtisch, ziemlich geiler Ledersessel auf jeden Fall. Dann Lampe, ein Spiegel nochmal und alle möglichen Hefte, Broschüren, Informationen über Fernseh, Fernbedienung, sogar ein extra geiler Schlafanzug und ein sehr geiler Flachbildschirm. Und es gibt natürlich free Wi-Fi. So, dann haben wir hier das Fenster. Ganz normal, wie immer. Dann gehen wir weiter rum. Haben wir hier ein super Bild. Und dann haben wir hier ganze Sachen, Wecker, Telefon und Licht. Das Licht ist ziemlich nice, denn einmal drehen und wieder ausdrehen. Ziemlich cool. Und wenn wir hier das Knöpfchen drücken, geht das Licht vom ganzen Zimmer aus. Ziemlich abgefahren. Und dann noch Taschentücher, was ihr haben wollt. Und dann hier noch Aircondition. Ziemlich nice. Und meine Schuhe. Und das war es dann auch schon. Ziemlich klein, aber dafür halt, wie gesagt, ein ziemlich geiles, großes Bett. Da kann ich mich dann schön reinfluffeln. Denn ehrlich gesagt, ich bin zwar nicht unbedingt gejetlaggt,
beziehungsweise mein ganzer Körper ist im Arsch irgendwie, weil 4 Stunden schlafen, Flug und so weiter und so fort. Deswegen sage ich mal gute Nacht. So, jetzt sind wir ehrlich gesagt schon fast am Ende angekommen unserer Reise. Es ist jetzt Montag und am Samstag fall wieder. Tut mir echt sorry, dass ich nicht so viel drehen konnte, beziehungsweise gar nichts machen konnte. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, es ist einfach die geilste Zeit, die ich hier verbringe. Die Leute sind einfach enorm anders. Wenn man schon mal drüben war, einer von euch, ihr wisst es bestimmt, ist einfach komplett anders. Die Leute sind viel geiler drauf, nicht so konservativ und einfach mürrisch. Und ja, ihr kennt es ja selber, wenn er aus Berlin kommt, steigt er in einer BVG-Bahn ein und da wird er erstmal angemault von irgendwelchen BVG-Mitarbeitern, weil er irgendwie einen schlechten Tag hat oder so. Das habt ihr hier zum Glück nicht. Sind alle extrem nett, super geil drauf und wirklich, ach, ich liebe diese Menschen. Deswegen, leider hatte ich auch nicht so unbedingt Zeit bzw. Interesse, sag ich mal, viel zu drehen, da ich einfach meine Zeit hier genießen wollte. Aber ich bin sowieso Dezember, sprich über Weihnachten ist wieder hier, vielleicht wird es da ein bisschen mehr geben, denke ich mal. Ansonsten kann ich euch natürlich gerne mal erzählen, was ich so erlebt habe. Gestern waren wir im Zoo, leider hatten wir nicht genügend Zeit, nee, obwohl war es gestern, nee, das war Freitag sogar, geiler Zoo. Da gab es wirklich diese ganzen exotischen Tiere, die es gar nicht gibt, wie zum Beispiel, die es drüben in Berlin gar nicht gibt, also in Deutschland. Pandas, Kängurus und was hatten wir noch? Ja, okay, gut, Koalas, aber die gab es jetzt in diesem Zoo leider nicht. Ziemlich geil, sind leider halt nicht alles zugekommen, aber zumindest einen geilen Panda haben wir gesehen. Ah ja, genau, Löwen und Tiger, ich glaube, die gibt es drüben in Deutschland auch nicht. War echt geil, die mal zu sehen. Und ja, war einfach spannend. Das andere Geile war, wir waren dann auch noch im Aquarium. Das war, ich weiß nicht mehr wann genau das war, schon vor ein paar Tage her. Da gab es echt geile Tiere, also wirklich interessantes Getier. Also natürlich so Sachen, Delfine und sowas, klar, Haie, das haben wir ja auch in Deutschland. Auf jeden Fall gab es auch einen geilen Fisch, ich habe keine Ahnung wie der heißt. Das ist so ein, wo man denken könnte, okay, er kommt aus Fukushima, direkt importiert worden. Kann ich euch mal hier kurz mal zeigen, als kleines Bildchen. Irgendwie ziemlich geil. War auf jeden Fall mal interessant. Und selbstverständlich gab es natürlich auch so Sachen wie Oktopus und diese ganzen Tintenfische und diese ganzen anderen Tiere, die es eigentlich gar nicht gibt hier in Deutschland. Und war wirklich sehr geil. So, was haben wir sonst noch erlebt? Ja, selbstverständlich waren wir dann auch noch shoppen. Keine Frage, natürlich ziemlich geil. Gibt es ein paar so typische wirklich Gassen, die ihr auch so kennt aus, ich sag's mal ganz Otaku-mäßig, Animes. Kennt ihr auch so kleine schmale Gassen. Wirklich genial, wirklich lustig, sieht nett aus. Und wirklich, ja, schick. Ach ja, eine Sache auch noch, als wir da im Aquarium waren am Abend, gab es noch eine Show, heißt Feuerwehr so ein bisschen. War ziemlich episch. Ich meine, ich gibt es ja diese Dinger ja auch in Deutschland, gibt es ja noch irgendwelchen Festivals oder Karnevals, whatever. Gibt es auch so, jetzt fällt mir das deutsche Wort aber nicht ein, Feuerwerk, genau, Feuerwerk. Wie noch sei, hier in Japan ist es ziemlich geil. Ich fand es wirklich extrem krass. Sowas gibt es noch nicht mal ein Neujahr. Also wirklich echt episch, geile Musik und einfach extrem krass, was sie da alles verballert haben. Wenn ihr auf jeden Fall mal eine Chance habt, nach Japan zu kommen, nutzt diese Gelegenheit. Also natürlich nur, wenn ihr nicht so ein typischer Quotendeutscher seid. Also sorry für das, aber ist so heißt, weil hier sind die Menschen einfach friedlich und ja, man braucht halt nicht die typischen, sorry, wenn ich das jetzt mal so offen sage, aber Assi-Leute, die irgendwie das geil finden, andere Leute zu mobben oder andere Leute irgendwie fertig zu machen, abzutreten und so. Also so Leute, bleibt zu Hause. Und Leute, die wirklich mal, die irgendwie, sag ich mal, so wie ich zumindest irgendwie Deutschland ankotzt, auf jeden Fall kommt nach Japan, wirklich echt eine Reise wert. Mir das einzige Ding ist natürlich, hier kommt natürlich darauf an, wo ihr, denke ich, hinfahrt.
Aber ich hier zum Beispiel bin in Kawasaki, sprich ist ungefähr gute halbe Stunde von Tokio entfernt. Und hier auf dem Hotel spricht kein Schwein Englisch. Also es gibt einen bestimmten Mitarbeiter, der spricht Englisch. Den habe ich persönlich aber nur beim Check-in gesehen. Also bisher habe ich ihn nicht mehr gesehen. Und ansonsten sind halt alles nur alle, sprechen die alle nur Japanisch. Ist halt so ein bisschen Ding. Also ihr solltet schon ein bisschen Japanisch können, zumindest so ein bisschen die Basics. Weil ansonsten wird es einfach förmlich schwer. Das Lesen ist kein Ding, es gibt alles in der Romaji, das heißt in dieser lateinischen Schrift ist alles beschrieben, zumindest das meiste. Und deshalb solltet ihr, denke ich mal, ganz gut zurechtkommen. Ihr solltet halt, wie gesagt, ein bisschen mal sprechen können, zumindest so Danke, Bitte, Hallo und so weiter sagen können. Aber auf jeden Fall, trotzdem, nichtsdestotrotz, kommt einfach mal hier hin, ist wirklich eine geile Erfahrung. Jetzt ist mir gerade eingefallen, wann ist am besten. Also ich habe mir sagen lassen, es gibt ja, kennt ihr ja bestimmt diese, ich kenne jetzt auf Deutsch, diese Sakura-Bäume, diese Kirschbäume, ja genau. Es gibt diese Kirschbäume, diese rosanen Dinger. Habe ich schon mal gesehen aus Animes, vielleicht noch im Echt, gute Frage. Und die sind genau um die Aprilzeit blühen auf. Und die sind halt nicht lange, deswegen nur ein paar Wochen oder so. Das ist auf jeden Fall, habe ich mir sagen lassen, ziemlich geil, auf jeden Fall sollte machen. Ansonsten ist die beste Zeit, so wie ich jetzt, sage ich mal so, von gut Anfang Mai bis Ende Mai, Mitte bis Ende Mai oder so, so um Dreh. Hier hatten wir immer strahlend blauen Sonnenschein, so um die 22 bis 25 Grad. Und einfach total warm. Das Klima ist halt so eine gute Frage. Ich würde meinen, so ein bisschen so wie Deutschland. Also kommt darauf an. Den ersten Tag, wo ich da war, war es wirklich extrem heiß. Das war, also gut, ich war halt auch nicht dran gewöhnt. Vielleicht hat sich mein Körper jetzt umgestellt, so ein bisschen heiß. Das war wirklich tropisch. Also wenn ihr mal, das hat mich sofort an Florida-Wetter erinnert. Das heißt, wenn ihr mal drüben in Florida war, zufälligerweise, ist es so ungefähr von der, von Klima her, also sehr feucht und sehr nass. Mag halt nicht unbedingt jeder, aber ist halt, finde ich, mich persönlich mag warm. Also ich finde es ganz geil. Jo, ansonsten gibt's nichts weiter. Eventuell werde ich jetzt noch ein paar weitere Sachen mal drehen, jetzt so kurz vor dem Ende, mal sehen. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel geplant. Ich wollte ganz gerne noch zu so einem Onsen gehen, das heißt so einer heißen Quelle. Da hatte man mir Tipps gegeben, dass es da so eine ganz schöne gibt, weil ich habe nicht unbedingt diesen Touri-Hype, den habe ich nicht so gerne. Und mal gucken, wie es ist. Ansonsten, ja, denke ich, war es so ein bisschen. Also, so viel geplant habe ich jetzt wirklich nicht mehr. Vielleicht gehe ich nochmal kurz nach Tokio rein, gute Frage, aber ansonsten, macht's gut und wir sehen uns dann eventuell mal. So Leute, bin jetzt wieder zurück in Deutschland. Wollte jetzt ein bisschen das Video mal machen, so ein bisschen zum Abspannen. Nicht, dass es abgehackt ist. Einfach nur das nackte Video, was ich jetzt gerade letztens in meinem Hotel gemacht habe. Und zum Abschluss wollte ich jetzt einfach sagen, es ist aber geil, kann man nicht so sagen. Nee, aber Quatsch. Ich werde jetzt auf jeden Fall Dezember wieder rübergehen. Und ich habe mal in den Kommentaren von meinem letzten Video gelesen. Einige von euch interessieren sich auch dafür, mal nach Japan zu gehen und sowas. Deshalb werde ich jetzt mal abschlusshalber, denke ich mal, es ist schon ganz interessant von den Preisen her. Ich habe ein halbes Jahr vorher gebucht, das sollte ich zum Beispiel auch machen. Da kriegt ihr beispielsweise Flüge hin und zurück für teilweise 500 bis 600 Euro. Ist, denke ich mal, wirklich ein guter Preis. Und ansonsten, je nachdem, gut, Hotel müsst ihr halt gucken. Also bin jetzt Dezember beispielsweise, wenn ich rübergehe, übernachte ich bei meiner Freundin. Deshalb kann ich mir dir das Hotel schenken, netterweise. Und ansonsten denke ich mal, kommt ihr so mit 2000 Euro oder so für gut, also mit Hotel, Verpflegung, also mit Taschengeld, sage ich mal. Und also wenn ihr, sage ich mal, viel ausgeben wollt, je nachdem, wie natürlich euer Shopping-Wahn ist,
denke ich mal, kommt da so mit Flug und Hotel und allem drum und dran, so um die 2000, meinetwegen 1,8 bis 2, kommt da gut hin. Das ist so ein Richtwert. Und ja, wenn ihr das mal gerne haben wollt, wenn ihr gerne rüber fliegen wollt, Lutz macht es einfach ziemlich geil. Ich bin jetzt rübergeflogen 16 Stunden. Ich liebe Fliegen, finde es sehr geil. Ich kriege nicht genug davon vom Fliegen. Und auf jeden Fall hoffe ich, die ganze Blogging-Soße war jetzt nicht zu peinlich und nicht zu schlimm. Ich werde es erstmal schneiden. Ich habe mir das ehrlich gesagt noch nicht wirklich unbedingt angeschaut. Vielleicht kann ich da was Gutes rausschneiden. Ansonsten, ja, müsst ihr euch das wohl ergehen lassen, dass es ein bisschen peinlich ist. Vom Sound her tut mir natürlich auch ein bisschen leid. Ich bin eigentlich nicht der typische Blogger. Ich bin, wie gesagt, ich mache lieber meine Speedarts und meine Tutorials. So vor der Kamera zu stehen, beziehungsweise meine Kamera mitzunehmen und außerhalb zu filmen, ist nicht so mein Ding. Wird auch, denke ich, nicht unbedingt sein. Aber war mal eine nette Erfahrung und ich denke mal, ich werde es wiederholen, wenn ich jetzt halt im Winter wieder rübergehe. Aber ansonsten werde ich euch nicht länger nerven und sage bis dahin und wir sehen uns beim nächsten Tutorial bzw. nächsten Speedart. Bis dann.